Grüßen Sie quasi Tom Beck. Süße Beichte nach Let's Dance. Grüßen Sie quasi hat Blut geleckt. Das plant sie mit Ehemann Tom Beck nach ihrer Let's Dance Teilnahme. Hinter Grüßen Sie quasi liegt eine aufregende Zeit. Die Schauspielerin fegte dieses Jahr bei Let's Dance übers Parkett und schaffte es auf Platz 7. Mittlerweile hat sie sogar ihren Ehemann Tom Beck mit dem Tanzen angesteckt. Grüßen Sie quasi lüftet das süße Geheimnis. Die erste Tanzstunde ist schon gebucht. Die mache ich erstmal alleine. Aber Tom und ich haben tatsächlich vor, mal gemeinsam einen Tanzkurs zu machen. Darauf freue ich mich schon sehr, verrät Grüßen Sie im Interview mit Sender RTL. Ob sich Tom damit schon mal fit macht für seine Let's Dance Teilnahme? Möglich. Aber Tom ist nicht der einzige Mann im Haus, der auf den Geschmack gekommen ist. Mein Sohn ist dem Tanzen durch Let's Dance auch näher gekommen. Wenn das Lied Flowers von Miley Cyrus im Radio läuft, ruft er ganz laut: Mama, das ist dein Lied, und fängt an zu tanzen, erzählt die stolze Mama. Er war bei der Generalprobe im Studio, als ich zu dem Lied meinen Cha-Cha-Cha getanzt habe, und seitdem ist er hin und weg. Justine Dippel, jetzt lässt sie die süße Babybombe platzen. Im August 2022 ist Justine Dippel zum ersten Mal Mama geworden. Jetzt lässt sie die zuckersüße Babybombe platzen. Justine Dippel ist endlich angekommen. Nach der Scheidung von Ex-DSDS-Star Joey Heindle hat sie mit Arben Sekic endlich ihr Liebesglück gefunden. Und dieses Glück wurde vergangenes Jahr mit der Geburt ihrer Tochter Jamilia Zeili gekrönt. Dabei soll die kein Einzelkind bleiben. Justine Heindle will noch mehr Kinder. Bei Instagram zeigt sich Justine Dippel mit ihrem Schatz ganz verliebt auf einem Selfie. Auffällig. Er hält liebevoll eine Hand auf ihrem Bauch. Ein Fan hat gleich einen Verdacht. Dachte gerade, du bist wieder schwanger, weil er gerade so deinen Bauch hält. Doch die Geste trügt. Denn Justine stellt sofort klar, dass kein Nachwuchs unterwegs ist. Aber sie verrät auch. Aber möchte ja auch noch Kinder. Jamilia darf sich also in Zukunft auf ein Geschwisterchen freuen. Doch zunächst haben Justine und Arben ganz andere Dinge im Kopf. Beide stehen aktuell für die Dreharbeiten für das Sommerhaus der Stars 2023 vor der Kamera. Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie ja nach dem Finale alle mit wundervollen Baby-News.